Hallo und willkommen zurück. So, wir sind jetzt aus in Karthago. Ach, die Jungs wollen auch ihre neuen Befehle. Geht mal hier hin. Aha, da sind die Russen schon am Werk. Das sind doch die Russen, oder? Ah, und guck mal hier. Können wir wieder Ruhm und Ehre gewinnen? Und die haben einen Siedler gefangen. Das ist mir nur recht. Ah, das ärgert sie. Ah, nee, den General schicke ich da jetzt nicht rein. Du verteidigst die, falls die jetzt in der nächsten Runde. Huch. Jetzt gar nicht gerechnet, dass wir gleich den nächsten Angriff machen können. Und nochmal. Kalender, wir haben den Kalender vor. Dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ermöglicht die Errichtung von Plantagen für viel Luxusgüter durch Bautrupps, was extrem nützlich für Wachstum und Zufriedenheit ist. Bei vielen Ressourcen ist es notwendig, zuerst einen Wald oder Dschungel abzuholzen, wofür andere Technologien notwendig sind. Das wäre dann jetzt hier. Die leben noch, wieso leben die noch? Naja, knapp. So, als nächstes machen wir die Bronze fertig, oder? Ja, leider bringt die Reiterei noch nichts. Erste Belagerungseinheit des Spiels. Jetzt noch nicht so wichtig. Dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich erstmal auf Kompositbogenschützen. Na, die wären vielleicht schon was. Sägewerke wären auch wichtig. Trotzdem können wir erst die Bronzeverarbeitung fertig machen. So, und hier die Siedler fertig. Wunderbar. Okay. Dann schickt die Siedler zu mir. Dann komme ich den Siedlern dann gleich mal entgegen. Die Stadt Gades ist gewachsen. Gades ist die da oben. Sehr schön. Und Hipporegus kann was Neues bauen. Ich bin dafür, dass wir hier die große Bibliothek anfangen, damit wir möglichst zu den ersten gehören, die sie haben. Ihr sollt erstmal abholzen. Und dann sind wir schon wieder in der nächsten Runde. Pyramiden sind in einem Fernland fertig gebaut worden. Gades verlangt die Ressource Perlen und Manila wird angegriffen. Von wem? Von Barbaren. Wo?
Ja, das ist Manila, aber wo wird Manila angegriffen? Das ist die entscheidende Frage. Lucian wählen. In Utaka und ich, Utica, und hier könnten wir jetzt erstmal die das Stonehenge bauen. Und die Jungs wollen auch weitermachen. Ihr könnt hier das Gehege bauen. Ihr habt einen Unsere Zivilist. Schatzkammer ist voller geworden und wir können Geld ausgeben. Da habt ihr jede Menge Möglichkeiten. Ja, aber es reicht noch lange nicht. Der zu Indonesien gehörte. Jetzt könnt ihr entweder zurückgeben oder ihn selbst als Bautrupp verwenden. Wenn ihr ihn zurückgebt, werden sie sehr dankbar sein. Nee, Warnlage entfernt. Danke. Das geht jetzt eben nicht. Du gehst mal möglichst da zu denen hin. Weil ich gerade den Siedler hier hochschicke. Jetzt kannst du doch noch eins weiter. Nee, kannst du nicht. Eine Zitadelle bauen. Muss innerhalb eures Territoriums oder daran angrenzend errichtet werden. Ja, das ist logisch. Ach so, dann sind das die anderen. Dann sind das die Schützen. Oh, das ist doch der. Wie weit kommen die Siedler? Hätte ich jetzt schon 500, könnte ich die einfach kaufen und da hochschicken. So, ihr wollt auch weitermachen. Ihr macht dann am besten die Plantage. Ne, errichtet hier mal Verteidigung. Was? Wieso? Ach so. Ja. Nächste Runde. Dort hinein ging Hektor, der Göttliche, und in der rechten trug er den Speer. 11 Ellen an Längen und vorn an dem Schafte blinkte die bronzene Schärf, umlegt mit goldenem Ringe. Zeigt die Ressource Eisen an und ermöglicht das Abholzen von Dschungel durch Bautrupps, sodass andere Modernisierungen errichtet werden können. Ermöglicht außerdem die Ausbildung des Speerkämpfers, einer Militäreinheit, die sich gut im Kampf gegen berittene Feinde eignet. Das ist interessant, weil ich habe doch schon den Dings abgeholzt. So. Bauaktionen kann man nicht machen. Du sollst hier warten. Auch die warten hier erstmal ab. Die holzen ab. Immer dieses Rennen gegen die anderen. Hier habe ich etwas, das nützlich sein könnte. Ah, das war Gott sei Dank die richtige Technologiebaum. Und tatsächlich ging es jetzt doch relativ schnell weiter. Ich brauche die Reiterei noch nicht, die Belagerungstechnologie auch noch nicht, also brauche ich Bauwesen am ehesten. Euch habe ich jetzt wieder mit Seelen beauftragt, oder? Ja. Sie sollen hier gründen, wenn es dann kann, wirklich geht. Das heißt, ich bin schon wieder bereit für die nächste Runde. Manila und Russland sind nicht mehr verbündet.
Aparantoyan Aleleron, Gito Lawan. Ich tausche gerne eine Botschaft mit dir aus. Die Stadt Utica ist gewachsen. Die Siedler kommen auch ganz gut voran. Diesmal, also spiel mein, die Stadt sei am besten da. Schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Habt ihr es geschafft, dann macht man die Plantage. Und weiter geht's. In Karthago sind die nächsten Siedler weit. Und wir können etwas mehr bauen. Ich bin ja für die Bibliothek. Schauen wir mal. Ja, jetzt werden wir uns langsam einig, wo ich die Stadt bauen will. Die Stadt Utica liebt den König. Ja, das ist doch erfreulich. So. Da ist schon was, da ist schon was, da ist schon was. Hier hätten wir allerdings noch Raum für ein Gehege und für... Zeigt mir interessanterweise hier nicht, wenn das ein idealer Platz für eine Stadt wäre. Ich glaube, es wäre sogar taktisch fast geschickter, die Stadt hier ins Wasser zu bauen. Zeusstatue fertiggestellt. So, wir können direkt anfangen. Das ist nur die spannende Frage. Wieso sollte man hier einen Bauernhof errichten? Nee, baut hier einen Links. Hier wird die Stadt gebaut. Und ja, er zeigt mir auch an, dass die beste Idee, die Stadt zu bauen, tatsächlich hier drüben wäre. Ah, das spannende Rennen, das spannende Rennen, das langsamste Rennen der Welt, aber... Dinge sind bei einem Gebäude zu beachten. Dass es aber rechten Fleck stehe, dass es wohl gegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei. Mhm. So, wir können jetzt die Composite-Bogenschützen machen. Und in der nächsten Runde hier die Stadt gründen. Und hier gründen wir sie jetzt tatsächlich. Ihr könnt veraltete Einheiten modernisieren und sie stärker machen, indem ihr Gold ausgebt. Ja, das können wir. Danke. Und wir können gleich zu Beginn. Ne? Heute nicht. Noch Bewegung. Puh, hoffentlich war das kein Fehler. Ich sehe jetzt,
dass wir nur sehr langsam wahrscheinlich daran kommen. Ah, aber wir hätten vielleicht gar nicht mehr bauen können, weil die jetzt gerade hier erweitert hatten. Kann ich denn? Ganz frech. Bis dahin kaufen. So, das hat so einen Haufen Geld ausgegeben. Was stellt ihr als erstes her? Am besten auch wieder das Monument als allererstes. Die Truppen lasse ich bei euch. Erforschen wollen wir jetzt. Beseitigt zusätzliche Unzufriedenheit in einer besetzten Stadt. Ah, das Gerichtsgebäude. Nicht das Wichtigste, aber was danach kommt, ist wichtig. Zeig mal her. Wir können jetzt also tatsächlich... Oh. Ah, habe ich eine Kleinigkeit übersehen. Wir können die aufwerten. So, in Gades haben wir jetzt etwas mehr Möglichkeiten. Wir könnten mal... noch einen Bautrupp machen, das fehlt an allen Ecken und Enden an Bautrupps. So, dann sind wir, glaube ich, überall durch, soweit, ja. Eure Angewohnheit, jedes Stückchen Land einzunehmen, das euer Auge erblickt, ist mir nicht entgangen. Ich rate euch davon ab. Entschuldigung, wir werden zukünftig nicht mehr in eurer Nähe siedeln. Ich bin jetzt, glaube ich, auch durch. Mehr Siedlungen brauche ich wirklich nicht. Ausgezeichnet. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft, dass wir auch in Zukunft einer Meinung sind. Eine neue Einheit von Sidon, die Stadt Karthago wünscht sich. Was wünscht sich die Stadt? Färbemittel. Mittel hat's hier, ne? Der Stadtstaat Sidon überlässt euch eine neue Einheit. Und diese Einheit haben wir hier bekommen. Ist das großartig ist das hier. Wir können dann da auch erstmal bleiben, oder? Ah ne, wir haben hier keine Verteidigung. Kommen die mal so langsam, aber sicher darunter. Sind das nicht auch schon Färbemittel? Ah. Das ist sowas Färbemittel. Ein Feiertag und einen Wachstumsbonus. So rum. Ich glaube, hier ist die noch bauen und hier werden wir nun gründen. Karthago Nova. So, und der muss noch mal eins zurück. Da war ich ja schon außerhalb der Stadtgrenzen. Die können bleiben, wo sie sind. Und ihr könntet jetzt erstmal sauber machen.
Dann kann Katragonoma natürlich auch was Neues basteln. Es ist nur logischerweise so, dass sie wieder eine Weile dafür brauchen werden. Hilft aber nichts, ich brauche Bautrupps. So. Der Gute. Jetzt hier die Zitadelle bauen. Die Guten. Können Weideland errichten. Eine Stadtverbindung zwischen Karthago Nova und eurer Hauptstadt Karthago wurde eingerichtet. Ja, das ist das Schöne an einem Seefahrerfjörkchen. Sansibar wünscht sich die Ressource Marmor. Haben wir denn dafür Platz? Für Möglichkeit, meine ich. Ah, Jakarta. Die Städte sind jetzt diesmal sehr schön. So richtig schön zwischen allen. Damit sie uns nicht extrem nerven. Das finde ich doch sehr praktisch. Neue Politik einführen, dann machen wir das natürlich auch gleich. Legalismus bietet ein kostenloses Kulturgebäude in euren ersten vier Städten. Ja. Kann ich mir das jetzt auch aussuchen oder meint er die nächsten vier Städte? Offensichtlich kann ich nicht einfach eins kaufen. Hafen war frei, ist klar, Monument haben wir gebaut. Und das war meine erste Stadt. Meine zweite Stadt war Utica. Aha. Hier war das Monument frei. Ja, Hafen frei, aber das Monument nicht, aber Moment. Stimmt noch nicht. Das ist ein Barbarenlager, aber keiner Lager großartig Einfluss nimmt. So, ihr seid noch nicht hier. So, das ist jetzt auch relativ gut geschützt hier. Wenn ich mir die Kühe jetzt zukaufen könnte, kann ich mir das leisten. Zeig mal. Ich kann mir die Kühe tatsächlich dazu kaufen. So, wer wünscht sich als nächstes was? Ihr. Jetzt fehlt es tatsächlich allen Ordens an Möglichkeiten, etwas zu bauen. Ihr bastelt euch euren eigenen Bautrupp. Hier sind wir in zwei fertig mit der Bibliothek. Das ist auch gut. Dann brauche ich hier als nächstes gleich wieder einen Bautrupp. Und ihr steckt noch eins von der Stadt. Euer Landerwerb schon wieder? Ach, er meinte, dass ich das gekauft habe. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Nee, nee. Ausgezeichnet. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft einer Meinung sind. Das war jetzt natürlich hier. Die Stadt Gades ist gewachsen. Gades? Ich muss mir den Namen meiner Städte mal merken.
Und zwar in Hinsicht, in Richtung meine ich, nicht so leicht zu bestimmen. So. Geh mal in die Garnisonstadt. Ihr seid fertig, das ist großartig. Handelsposten kann ich eh noch keinen bauen. Ne? Oh, aber hier muss da auch noch dringend was gemacht werden. Und da auch. Ah ja, immer. Da brauchen wir hier erstmal den Stadtstaat zur Produktion wählen. Bautrupp. Jetzt in nur noch 8 Runden. Wie sieht unser Bautrupp hier aus? Gut. Wo hatte ich denn Dings hier nicht abgeholzt? Im Dschungel. Die sind ja schon fast eingesperrt. Da hätte ich das Glück nicht gehabt, dass Siedler der anderen da Probleme bekommen hat, dann hätte ich das nicht geschafft. So, was kann ich denn hier noch Schönes tun? Eigentlich nichts. Bautopf in Gardes in 10 Runden produziert. Aber es gibt noch immer eine Einheit. Ah. Okay, auf in die nächste Runde. Das ist noch ein ziemlich großer, unerforschter Bereich, aber ich schätze mal, dass... Die Mathematik ist Tor und Schlüssel zu den Wissenschaften. Ermöglicht die Konstruktion des Katapults, einer mächtigen Belagerungswaffe. Ermöglicht zudem die Errichtung des Gerichtsgebäudes, das die Unzufriedenheit besetzter Städte verbreitet. Ah, ihr seid fertig, sehr schön. Dann würde ich euch bitten, hier eine Farm zu bauen. Ach, das Feld habe ich gar nicht bearbeitet. So rum. So, Technologiebaum. Wir brauchen hier nur noch die Reiterei im Prinzip. Und trotzdem erstmal zur Währung, weil Währung. Währung macht um einiges mehr aus als die Reiterei. Das hat, glaube ich, geheißen, sollten wir nur reinholen und schon können wir rausholen. Wäre natürlich großartig, wenn es denn klappt. Die große... Nein! Das heißt, die große Bibliothek... Konnte man hier nicht fertig bauen. Ist dann doch noch zu langsam war. An was es hier wirklich fehlt. Was kann ich hier noch? Ah doch, hier Arbeitsbrot. Und was nehmen wir uns ein Arbeitsbrot? Und dann 2 Fischchen. Und an Mitarbeitern fehlt es uns natürlich auch noch. Ohne Ende. So. Ja, kann ich nicht mehr viel machen. Mensch, Cäsar. Du beschwerst dich die ganze Zeit. Ich würde in deinem Gebiet bilden, aber was machst du mit mir? Sidon wünscht sich Schmucks. Holla, die fortschrittlichen Völker der Welt haben aufgeholt. Danke, ja, das freut mich.
So, und das wäre soweit fertig. Ich gehe dann mal da hoch, weil Saguntum braucht uns mehr. Die Länder des Stadtstaates Sidon streben neuen Reichtum an. Sie haben Gerüchte über die Ressource Schmuck und ihren großen Wert gehört. Wenn ihr diese Ressource in euer Handelsnetz einbindet, wird man euch belohnen. Ich denke nicht, dass ich irgendwo die Möglichkeit habe. Ich habe hier Baumwolle. Nochmal so alles was Spezielles. Wein. Eisenstein, nichts Besonderes. Zimt. Ja, Gewürze allgemein. Aber Schmuck. Schmuck findet man nicht. 23 Runden. Das heißt, das dauert eine halbe Ewigkeit. Dann ist es natürlich auch klar und logisch, weshalb. Ey, wo wollt ihr siedeln? Wollt ihr da tatsächlich jetzt einen Keil zwischen uns treiben? Das erfreut mich nicht. Bitte warten. So grob abschätzen, wo die siedeln wollen. Was richtig Gutes gibt's hier nicht. Nicht mehr befreundet mit Sidon. Die Stadt Saguntum ist gewachsen. Das ist uns hier oben. Wir haben ein paar Ressourcen, Salz. So, dann könnten wir hier gleich anfangen, was zu basteln. Sehr schön. Und habt ihr eure Stadt schon gegründet? Nein. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Ja, spielen ja mal gegenseitig ein wenig an uns rum. Soll mir recht sein. Seht ihr was ich nicht sehe? Andersrum. Ich sehe, was ihr nicht seht. Nämlich das. Juhu. Sie verliert Geld, wir kriegen Geld. Sie hat keine Luxusgüter und wir haben schon jede Menge. Прекрасно. Du hast ihn selber gemacht. Also wirklich. So. Bauaktion. Eine Salzmine und Bauaktion. Abholzen. Und wie sieht's aus? Eine Runde noch. Da ist schon was gebaut, ja, schon was gebaut. Hier noch nicht. Also hier habe ich eine Mine gemacht, dann mache ich jetzt hier. Ein Gehege, wenn es mich lässt. So, schauen wir mal weiter. Ihr seid fertig, juhu, Verlager. Dann sehen wir mal zu. Dass wir die Baumwolle hier oben zum Laufen kriegen. Karthago ist fertig mit den Bauarbeitern.
Jetzt das oder das? Außerdem bin ich noch am Zögern, hier eine Mine hinzustellen. Unten hat es sich ja gelohnt, aber ich meine, die Ressourcen Fleisch, die ist auch nicht zu unterschätzen. Bauaktion. Plantage errichten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich liebe es. So, Karthago kann jetzt natürlich was Neues bauen. Aha, ja. Jetzt ihr Städtchen gegründet. Novgorod. Wenn das mal nicht zu Krieg führen wird. So. Achter. Errichtet Handelsweg auf dem Wasser zwischen zwei Zivilisationen, die Gold einbringen. Das klingt gut. Und damit bin ich bereit für die nächste Runde. Und die nächste Runde, aber zumindest soll das nicht mehr allzu lange dauern. Und wir haben Stonehenge von Katharina vollendet. Das heißt, wir haben... Und ein glückliches Herz als Reichtum und Verdruss. Es wieder nicht rechtzeitig geschafft, eine spezielle Ressource, spezielles Ding aufzubauen und damit einen kompletten Zyklus verschwendet. So, aber jetzt haben wir lieber Bruder ein glückliches Herz. Also Reichtum und Verdruss von Amenemope ermöglicht den Bau verschiedener Goldproduktionen, beschleunigt Gebäude wie Münzanstalt und Markt. Und den Markt, den können wir... Ja, komm, ich will jetzt Weideland. Und was wollt ihr hier? Hier ist ein Bautrupp fertig. Dann können wir hier vielleicht mal ausbauen. Ja, und produziert werden muss hier auch was Neues. Karawane. Und die beiden Städtchen wachsen da zusammen, das ist hervorragend. Hier ist der Stadtstaat schon fast da dran. Weshalb ich jetzt sagen würde, ich kaufe hier das Geländefeld noch dazu, damit wir das auch noch kriegen. Sonst können die da wirklich mal schön fleißig arbeiten. Das ist gut für uns. Aber ich muss dran denken, dass in Utica auch bald mal wieder was gemacht wird. Ja, komm, ihr wollt jetzt erstmal den Bautrupp. Technologie. Wir haben jetzt. Hier fehlen praktisch nur noch die Reiterei. Wir können uns aber schöne Schwertkämpfer bauen. Na gut, das hätte nur 5 Runden gedauert. Das wird auch in der nächsten Möglichkeit nur 5 Runden gehen. Also auch nicht so extrem wild. So, ich habe extra das Rad erforscht. Sind immer noch am Abbalzen. Schade. Das fällt mir auf. Sobald der Bautrupp fertig ist, schicke ich den erstmal hoch nach Karthago Nova. Beziehungsweise hier direkt in der Stadt mal auf dem Aufnehmen. Was ist das? Achso, das ist Stonehenge. Russland hat sich mit Manila verbündet. Warum das denn? Das Entfernen der Geländeart Wald hat 20 irgendwas. Eingebracht. So.
Ihr wolltet neuerdings Plantage. Ihr habt... Mal, dann hätte ich einen Utica besser gebraucht können. Ist denn da schon eine Jagdhütte oder irgendwas? Utica baut. Die Karawane, gut. Das Sanktum ist dadurch, dass ich alles Mögliche zugekauft habe, natürlich extrem schnell gewachsen. Viel schneller, als es Sinn macht. Weil ich gar nicht mehr hinterherkomme mit dem Bauen. Und Carthago Nova und Hippo Regius leiden jetzt darunter, dass sie keine Bauarbeiter haben. Aber wie das alles weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Und ich sage erstmal Tschüss und bis bald.